Ja, hallo liebe Freunde, Xelon hier, willkommen zu Dead Space 3. Wir müssten jetzt hier im zweiten Kapitel sein, auf der Eudora, USM Eudora. Nach einer fetten Rettungsaktion gerade eben vom Zug. Nun hier in Sicherheit, vorerst. Haben noch die Leidensgeschichte von dem Colonel hier gehört. Uns weniger interessiert. Hat den Sohn verloren und die Frau. Ja, sehr traurig. Da kommt man hier. Alle mal zuhören. Vor 13 Tagen haben Agent Eddie Langford und ihr Team einen blinden Vorstoß auf einen unbekannten Planeten gewagt, der ihrer Meinung nach das Geheimnis birgt, wie man diese Marker-Epidemie stoppen kann. Aber wir verloren den Kontakt. Unsere oberste Priorität ist jetzt, Agent Langford und ihr Team zu finden und zu sichern. Wir sind voll, Alter. Wir spielen auf unmöglich und sind voll. Da stimmt irgendwas nicht. Das bin ich von Dead Space jetzt mal nicht gewohnt. Jetzt zumindest mal nicht vom ersten Teil. Da war ziemlich brutal knapp mit den Ressourcen. Und das hier ist wohl der Hauptantrieb hier drin. Oh, guck mal hier. Hyperantrieb oder was auch immer. Ich bin mal gespannt, wann wir das erste Mal hier sterben werden. Hier hinten scheint es nichts mehr Relevantes zu geben. Oder hier Munition. Da liegt noch ein Artefakt. Zack, zack. So. Könnt ihr gern Pause drücken? Ich mach's nicht. Was ich jetzt aber mal gemacht habe, ist mir meine Uhr hier unten eingestellt, damit ich auch wirklich mal nur 14, 15 Minuten aufnehme und nicht so planlos wie in den letzten Teilen. Damit wir halt hier alles ein bisschen eingrenzen können. So. Sekunden bis zum Ziel. Standby bis zum D-Shop. Okay, Leute, wir fliegen blind rein. Bleiben Sie strikt auf Ausgangsvektor. Rosen, der Countdown. Austrittsbarke gesichert. D-Shock in 5, 4, 3, 2, 1. Was zum Henker ist das? Ein Mond. Das ist ja die Reste davon. Rosen, ich seh's! Himmel, das ist der reinste Schrottplatz. Wohl eher ein Friedhof. Irgendeine Spur von Ellies Schiff? Ich empfange diverse Transponder. Keiner davon ist von uns. Laut Registrierung sind das Kriegsschiffe der souveränen Kolonien. Ernsthaft? Die müssen über 200 Jahre alt sein. Moment, da kommt noch mehr. Es ist ein SOS und es kommt von dem Schiff direkt voraus. Der CMS Roanoke. Könnte Ellie sein. Hoffen wir es. Okay, Rosen, bis 500 Kilometer. Aye, Sir. Diese Lichter. Sind das Bark? Moment. Nein. Mina! Rosen, bringen Sie uns hier raus! Scheiße. Nicht. Alter, ey, verreck mir jetzt hier was. Hier. Schneller, ey. Hier. Nehmen Sie die Verkleidung und stoppen Sie die Tür damit. Seit wann geben Sie hier Befehle? Seitdem niemand anders hier einen Plan hat. Ich erkläre es unterwegs. Komm, wo finde ich einen EVA-Anzug? Komm, da runter. Ja, nicht so unfreundlich. Wir versuchen hier gerade euer Leben zu retten, verdammte Scheiße. Also, wir brauchen unbedingt einen Anzug, sonst verrecken wir hier. Ach du. Ja, woher denn? Kommen wir mal schön durch die Hose atmen, ey. Jetzt hier das Glas, ey, ist noch Sicherheitsglas. Mindestens mal Gorilla Glas 2. Ja.
bisschen unsere Arbeitsuniform. Alter, muss ich mal drücken? Sind wir tot? Nein. Helm wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ja, Helm wäre nicht schlecht. Alter, gib Gas! Tief durchatmen. So. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir hier gerade haben, aber wir sind ja eh voll vom Inventar her. Okay. Ich kann den Raum sehen. Rosen, Locke, halten Sie sich fest. Sobald ich die Halterungen gelöst habe, werden wir von der Eudora weggesprengt. Push the button. Oh, Scheiße! Ach man, ey, wie ich hier die Scheiße hasse, ey. Hier werden wir auf jeden Fall verrecken. Ich kann's nicht verlangsamen. Steuern Sie in meine Richtung! Ich kann Sie fast erreichen! Ja! Oh, Mine! Mine! Ja! Ich seh's! Dadurch, komm! Alter! Isaac! Wo sind Sie? Ich komme! Halten Sie durch! Alter! Das war doch schon fast zu knapp. Das. Wo denn? Alter, das hier geht mir nicht ab. Hey, Vorsicht, Vorsicht! Ich kann nicht drumherum steuern. Komm, durch. Hinter dem Teil bleiben. Du hast es nicht? Ja, doch eben. Ich bin auf vollem Schub. Komm, stabilisieren. Okay. Das war's. Himmel, das machen wir lieber nicht nochmal. Schaffen Sie es zum Frachtdock? Ja, glauben Sie... Okay, der Anzug hier ist mal gut fett. Das kommt irgendwo von drin. Ich hoffe also. Da sind wir ja nochmal heile rausgekommen. Aus der Aktion da. Wir haben sogar noch genügend Luft hier. 220. Oh, ist das ein Ausblick hier. Obwohl, da hinten ist halt das nichts. Also das hier gefällt mir schon mal ziemlich gut. Diese mehr oder weniger Cutscenes, die man da spielen muss. Das war im zweiten Teil schon ziemlich geil, als man oben auf der Solarstation war. Und dann rausgeschleudert wurde. Also das fand ich schon richtig geil gemacht. Offenbar ist hier kompletter Stromausfall. Die Frachtluken können wir so nicht aktivieren. Ich glaube, da ist ein manueller Hebel an der anderen Tür. Sehen Sie? Ja. Mal sehen, ob ich reinkomme. Ist hier? Kann ich das benutzen? Ey. Irgendwie ja nicht. E benutzen. Ah ja. Ich bin mal gespannt, wie sich das Spiel noch weiterentwickeln wird. Ob das noch mehr wie der zweite Teil wird, wie der erste Teil. Ich würde mir selber wünschen, dass das wie der erste Teil noch ein bisschen werden würde, aber ich denke, das kann ich schon mal vergessen. Okay, hier ist Luft. Und Staub. Irgendeine Spur von Ellie? Nein. Sieht aus, als wäre ich seit langem der Erste hier. Ich versuche, ja, die Frachtluken zu öffnen. Augenblick. Ja, alles ist verloren. Also Angst habe ich bisher noch nicht wirklich. Wenn ich mal überlege, konnte ich den ersten Teil keine 20 Minuten spielen. Da muss ich schon aufhören. Schwerer Standardrahmen. Das ist bestimmt nicht schlecht. Also bisher sind noch recht chillig. Oh,
Oh, jetzt habe ich die Uhr wieder vergessen. Wie lange noch? Wir arbeiten so schnell wir können. Mark ist schon ganz blass. Ich kann die Blutung nicht stoppen. Scheiße, Isaac. Kommen Sie zur Tür. Ich kann Sie von dieser Seite aus reinlassen. So, kommen Sie jetzt rein und helfen Sie mir. Natürlich werden wir dir helfen hier. Ich werde zwar nicht bezahlt für die Mission, aber... Isaac, Ellies SOS kommt von weiter drinnen im Schiff, aber ich kann Rosen und Locke nicht allein lassen. Senden Sie mir die Koordinaten, ich sehe nach. Bitte sehr, und entfernen Sie sich nicht zu weit, das ist ein Befehl. Also das hier ist schon mal ziemlich erfreulich, dass jetzt mal ein paar mehr Personen überleben. Ist mir ja gar nicht gewöhnt hier vom ersten und zweiten Teil, wo direkt alle verreckt sind oder schon tot waren. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Grund, warum man sich nicht gerade ganz so hilflos fühlt. Okay, das hier ist schon ziemlich düster. Särge. Remains anscheinend. Das ist eine Sackgasse. Sieht aus, als hätte jemand aus Quarantänegründen einen Schott geschlossen. Können wir da durchschneiden? Nein. Zu dick. Aber es öffnet sich vielleicht, wenn ich es hochfahre. Dann machen wir das doch mal. Ah, die Bank hat jetzt anscheinend auch mal Energie bekommen. Und da ist auch eine Bank im gleichen System. Eine Bank? Mit den Teilen, die herumliegen, kann ich eine bessere Waffe als die machen. Gute Idee. Aber vorerst klettern wir mal hier hoch. Haben wir hier noch? Oh, schon 10 vor 9 Kinder, ey. So, was haben wir hier noch rumliegen? Hier ist nichts. Außer ein Wund. Das sieht doch ein bisschen aus wie die Ishimura, oder? What? Wenn das Schiff hier in einem Teil nochmal aufkreuzen würde, ey, das wäre der Kracher. Würde mich da ein bisschen an Event Horizon erinnern. Das Schiff des Todes, was ja angeblich schon in der Hölle war. So, schauen wir doch mal hier in die Bank rein. Was haben wir denn hier Schönes zur Auswahl? Wahrscheinlich noch nicht sonderlich viel. Ja, komm, alles mitnehmen. Okay, das Tutorial überspringe ich mal. Ich fuchse mich da schon rein. Neue Waffe herstellen. Okay. Habe ich jetzt was schon hergestellt hier, oder? Ja, nehmen wir mal das Kackding da raus. So, was können wir denn noch machen? Ah, die Zeit ist auch gleich schon wieder rum. Ich denke mal, ich mache an dieser Stelle hier Schluss. Steigen wir dann gleich wieder ein. Und dann werden wir mal gucken, was wir noch hier Schönes upgraden können. Adios, macht es gut.